Was würdest du tun, wenn dir in deinem Urlaubsort ein älterer Herr von einer Eisenbahnschiene erzählt, die ganz in der Nähe ist, die durch ein Naturschutzgebiet durchführt und auf einer Länge von 200 Metern sich in eine Art Achterbahn verwandelt? Diese Idee von einem Foto da hat mich jetzt so vereinnahmt, dass ich mich jetzt heute mal losgesaugt habe und will diese Eisenbahnstrecke finden bzw. diesen Streckenabschnitt. Und ich sage euch, es ist nicht easy, hierher zu kommen. Ich habe schon eine Ortsangabe bekommen und bin immer diesen Eisenbahnschienen gefolgt, aber es ist echt nicht einfach. Man kann hier viel Zeit verplempern. Aber bleibt dabei, ich hoffe ganz, ganz sehr, dass ich in den nächsten Minuten diesen Streckenabschnitt finde. Und das sollt ihr dabei sein. Das ist auf jeden Fall mal ein Motiv, was nicht so oft fotografiert worden ist, was auch sehr, sehr unbekannt ist, wie ich finde. Ich habe noch nie was davon gehört. Das wird auf jeden Fall mal ein ganz, ganz besonderes Erlebnis auch für mich. Und da sind wir schon. Fotografie ist auch ganz oft ein Erlebnis. Also die Fotografie fühle ich, wenn ich draußen unterwegs bin. Und deswegen bin ich auch hier. Ich bin jetzt hier nicht in einem Touri-Ort, sondern wirklich in Middle of Nowhere und freue mich einfach auf das, was jetzt kommt, wenn was kommt. Ihr seid live dabei. So, ganz so ein Geheimtipp war diese Eisenbahnstrecke jetzt doch nicht. Hier sind massenhaft Menschen, also ich habe jetzt locker mal 15 Leute gezählt. Alle hier in schönen Balkan-Smokings unterwegs und richtig laut. Also, wie können Menschen nur so laut sein? Wahnsinn. Ich bleibe jetzt hier noch ein paar Minuten sitzen und hoffe einfach mal auf weniger Menschen, um in irgendeine Richtung ein Foto machen zu können von diesen verschobenen Eisenbahnschienen. Also hier ist ganz deutlich, hier hat der Untergrund nachgegeben und die Eisenbahnschienen haben hier eine ganz lustige Form angenommen, als ob sie irgendwie betrunken wären. Aber es ist tatsächlich auch nur dieses Stück hier interessant, also diese 100 bis 150 Meter, die hier schräg abfallen. Ich bin ein gutes Stück noch weiter südlicher gelaufen. Da war alles wieder gerade und von der Richtung, aus der ich gekommen bin, war auch alles gerade. Es ist tatsächlich nur dieses Stückchen. Interessant. Hier arbeite ich mit meiner Wasserwaage, weil die Optik, die verspult einen so sehr. Also man muss tatsächlich auf den Horizont achten, dass der einigermaßen gerade erscheint. Ohne Wasserwaage ist das hier echt schwer zu beurteilen. Ja, jetzt werde ich einfach noch ein Stückchen zu meinem Ausgangspunkt gehen und in die Richtung hier fotografieren, weil in diese Richtung fotografiere ich mit dem Licht und die Berge im Hintergrund sind schön angestrahlt. Das werde ich machen und ich mache es auch aus der Hand, weil hier brauche ich keine Langzeitbelichtung oder sowas anfertigen. Das ist ein interessantes Motiv, gell? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass diese Perspektive hier am allerschönsten ist, weil die Eisenbahnschienen hier am schrägsten sind und im Hintergrund sieht man so ein bisschen die Berge. Und irgendwie kommst du dir hier vor wie in so einem alten Western. Tatsächlich. Oh Gott, ey, hoffentlich sind diese Familien bald weg. Wahnsinn. Muss ich auch ein bisschen aufpassen mit dem Schatten, wie ich das hier mache. Aber so habe ich die Weite der Schienen. Und oh, muss das Ganze noch in die Waage bringen. Oh, das ist schwer. Aber so läuft die Schiene, die rechte Seite der Schiene von dem rechten Eck zu. Und die obere ist im oberen Drittel. Es ist ganz schön tricky hier. Vor allen Dingen kämpfe ich halt hier mit meinem eigenen Schatten gerade.
Und durch diese Perspektive hier sieht es eigentlich viel dramatischer aus, als es ist. Dennoch möchte ich hier nicht mit dem Zug langfahren. Von der Blende her wähle ich jetzt auch mal eine 11er oder sowas, dass man hier schöne Weitsicht hat. So, und nachdem die Menschenmassen jetzt gegangen sind, kommen die Drohnenpiloten. Über mir schweben gerade zwei Drohnen. Also, das ist wahrscheinlich schon tatsächlich so ein Instagram-Hotspot. Das war mir gar nicht bewusst. Ich gehe mal davon aus, dass es hier auch einen einfacheren Weg gibt, um hierher zu kommen. Aber ich habe mich echt schwer getan, den Spot hier zu finden. Gelohnt hat es sich für mich schon, diesen Eindruck einfach mal mitzunehmen. Und es ist ja immer wieder so ein Erlebnis, muss man tatsächlich sagen, Neues zu sehen und nicht an absoluten Hotspots zu fotografieren, obwohl das hier könnte auch bald einer werden. Deswegen erwähne ich jetzt auch nicht ganz genau, wo ich bin. Aber ich möchte so viel sagen, ich bin in Istrien, in Kroatien. Und wenn man auf der Suche nach diesem Spot ist, den findet man, keine Sorge. Vielen Dank fürs Dranbleiben und gib mir gern Like für dieses Video oder abonniert sogar meinen Kanal für weitere Themen zur Fotografie. So, jetzt sind tatsächlich die 20 bis 30 Leute hier abgehauen. Ich kann jetzt mein finales Foto machen, wenn auch die Gleise jetzt hier schon im Schatten liegen. Aber jetzt muss es einfach schnell gehen, jetzt bevor mich ruckzuck. So, schnell die Kamera schnappen, das letzte Licht mitnehmen. Was jetzt echt nicht easy ist. Vielleicht probiere ich es mal mit dem Blendstern. Obwohl, jetzt habe ich schöne Reflexionen hier auf den Gleisen. Das gefällt mir ganz gut. Viel besser eigentlich als vorhin, wo die vielen, vielen Menschen da waren. Ich finde jetzt nur tatsächlich die Bildkomposition viel schwieriger, aber mal hier ist alles so schief und krumm. Viel kann man ja nicht verkehrt machen, glaube ich. Vom Fokuspunkt schaue ich einfach zu, dass ich weit nach vorne fokussiere, nicht hier direkt 2-3 Meter vor mich. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und jetzt mit der untergehenden Sonne ist es doch noch mal ein schöner Shot hier. So, Freunde. Die 20, 30 Leute sind weg. Ich konnte jetzt endlich meine Bilder machen und diesen Fotospot für mich allein genießen. Also ist nicht ganz so easy, wirklich auch aufgrund von diesen vielen Menschen, dass man hier ein vernünftiges Bild zustande kriegt. Aber es ist ein cooles Fleckchen Natur und Erde hier mitten in Kroatien. Und ich nehme hier auf jeden Fall ein cooles Erlebnis mit. Auch wenn es jetzt nicht ganz so spektakulär war, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe beim Herkommen. Aber es ist was ich mitnehme. Schönes Thema und das wollte ich euch in diesem Video nicht vorenthalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne ein Like hier für meine Arbeit, für meinen Ausflug. Ich muss noch jetzt im Dunkeln, schätze ich, 2-3 Kilometer zurücklaufen. Aber das kriege ich hin. Diesmal habe ich eine Taschenlampe dabei. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bye bye, euer Sigi.